Roche bietet Rabatte für teure Krebsmittel an. Der Pharmakonzern bietet Krankenkassen in Deutschland an, die Kosten für das Medikament Avastin ab einer bestimmten Menge pro Patient und Jahr zu erstatten. Experten kritisieren das Angebot als Marketingstrategie, um den Umsatz zu steigern. Sie fürchten, dass Patienten aus Kostengründen falsche Medikamente bekommen. Boeings Dreamliner dürfen wieder fliegen. Im Januar hatten die Flugaufsichtsbehörden ein weltweites Flugverbot wegen Schmorbränden in den Batterien verhängt. Boeing hat seitdem ein neues Batteriedesign entwickelt. Die japanische, die europäische und die US-Flugaufsichtsbehörde haben Boeing Dreamliner daher wieder freigegeben. Außerdem hat Boeing alle Systeme überprüft, um weiteren Pannen vorzubeugen. Google verbietet Gesichtserkennungs-Apps für die Datenbrille. Google untersagt Entwicklern ausdrücklich, solche Anwendungen zu programmieren. Solange die Privatsphäre der Nutzer nicht gesichert ist, wird Google keine Gesichtserkennungssoftware für die Computerbrille zulassen. Die Datenschutzauswirkungen von Google Glass werden bereits im US-Kongress diskutiert. Bisher steht die Brille aber nur einigen Entwicklern, Journalisten und ausgewählten Testern zur Verfügung. Erst in etwa einem Jahr wird die Brille auch für Kunden verfügbar sein.